Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost Horizon 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. So, wir sind mit der Anna jetzt ja hier entsprechend in dem Archiv angekommen des Bunkers und müssen ja über die Wikinger-Artefakte etwas in Erfahrung bringen. Erstmal müssen wir sie überhaupt finden. Und jetzt schauen wir uns mal um, ob wir sie denn finden. Auf diesen Regalen steht Nummer 2. Hier liegt ein kleines Buch. Noch mehr Regale. Diese haben die Nummer 6. Die Regale mit der Nummer 4. Hier sind die Regale mit der Nummer 5. Diese Regale haben die Nummer 7. So, jetzt wird's zweistellig. Das sind die Regale mit der Nummer 10. Mhm. Hört das denn nie auf? Regale mit der Nummer 9. Okay. Also hier immer die geraden Zahlen, da haben wir die ungeraden Zahlen. Hier ist nichts mehr. Fast ist das Dutzend voll. Die Regale haben die Nummer 11. Okay. Da war nix. Dann schauen wir mal zu dem Archiv. Zum Registerschrank. Oh, wow. Was hat sie? Rosenthal-Stiftung oder Rosenthal-Sammlung hat sie doch, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob die unter R dann entsprechend... Aber sicherlich hat auch Deutschland nichts mit Wikingern zu tun, könnte ich mir vorstellen. Ach so, Gemälde. Nee, Gemälde. Skulpturen. Gott. Aber wir können gar nicht aufs Inventar zugreifen. Okay. Oh Gott, wo muss ich jetzt da gucken? Ah, es ist immer nur Niederlande, Deutschland, Polen, Frankreich. Was anderes ist es gar nicht. Tja, haben wir jetzt hier irgendwo einen Hinweis über das Symbol? Das ist das D, ist ja komisch. Nee, A, B, C, D, E. Nee, das ist nicht was. Warte mal. Was haben wir denn hier noch? Bleib mal stehen. War mal ein kleines Buch. Kessler hat die Codenamen von Einsätzen und wann sie stattgefunden haben, schriftlich festgehalten. Vermutlich handelt es sich bei diesen Einsätzen um die Raubzüge seines SS-Kommandos.
Okay. Was ja Sinn macht, ist, habe ich ja vorher gesagt, alles, was 1942. Warte, da müssen wir nicht rausgehen. Alles, was 1900. Nein, 1900. Wieso geht's jetzt nicht? Hallo, Inventar. Alles, was 1942 passiert ist. Das ist Alpha, Beta und Pi. Da ist 1942 auch drin. So, und Pi. Pi ist was für ein Zeichen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Wie ist Pi? Das wahrscheinlich. Also Alpha, schauen wir uns jetzt alles an. Das haben wir schon. So, das war Niederlande. Deutschland haben wir durch. Polen haben wir, glaube ich, auch durch. Auch mal Bilder. Frankreich. Negerfetisch. So, Bücher. So, und dann Beta ist hier. Keine Ahnung, wem Kessler das gestohlen hat. Aber aus der Rosenthal-Sammlung ist das definitiv nicht. Ich muss eines der Wikinger-Artefakte finden, die aus der Sammlung des Historikers stammen. Möge nicht gewusst, dass man da noch draufklicken muss. Geht's nicht. Das ist keins der gesuchten Wikinger-Artefakte. Okay. Ach Gott, ist das ein Blätterwahnsinn. Das ist keins der gesuchten Ach, Wikinger-Artefakte. der Rosenstrauß habe ich verwechselt. Rosenthal habe ich gelesen. Nur Text. Das ist keins der gesuchten Wikinger-Artefakte. Das ist keins der gesuchten. Ja, ist gut. Das ist kein.
Das ist keins der gesuchten. Kapier es nicht. Das ist keins der gesuchten Wiki. Da findet man noch nichts. Nur Text. Wo soll ich denn wissen, was hier Wikinger Historie ist oder nicht? Bisschen Hanebüchen hier. Das ist keins der gesuchten. Keine Ahnung. Das ist keins. Also, Pi sind wir uns einig. Na, wir haben bei Alpha nichts gefunden, bei Beta nichts gefunden. Und ja, gut, bei P auch nichts gefunden. Aber Pi, das griechische Zeichen für Pi, ist ja auch hier überhaupt nicht zu sehen. Ja, das ist ja der, ja, wie beschreibe ich das? Das sind ja die zwei Senkrechtstriche. Und dann geht der waagrechte Strich, glaube ich, durch. Ich weiß nicht. Wenn es jetzt das hier ist, dann stimmt das Zeichen meiner Meinung nach nicht. Aber wir gucken hier auch nochmal nach, ob hier irgendwas von einer Holzschatulle steht. Oh, nee, oder? Tatsächlich. Aber das finde ich nicht gut. Also ganz ehrlich, das Pi ist einfach, das Zeichen ist einfach anders, das griechische Zeichen, und nicht so, wie es jetzt hier auf der Schublade drauf war. Ist irreführend. Hier ist sie. Das muss die Schatulle sein. Endlich! Regal 11, Fach Nummer 1. Nichts wie hin. Okay, Regal 11, Fach 1. So, hier ist Regal 11. Wo ist Fach 1? Hier muss es sein. Regal 11, Fach 1. Verdammt, da fehlen Kisten. Den frischen Schleifspuren am Boden nach zu urteilen, wurden sie erst kürzlich weggeschafft. Die Schleifspuren führen den Gang entlang. Irgendwas ist hinter der Palette. Ein Loch in der Wand. Hier ist der Zugang. Gute Arbeit. Okay, was haben wir hier? Artefakte. Das muss der Inhalt der großen Kiste sein. Hoffentlich ist die Wikinger-Schatulle dabei. Upsi. Hallo? Ist da jemand? Hallo? So, nu muss ich hier irgendwas, weiß nicht, Lötbrenner, ist das wie eine, soll ich das machen? Geht ja gar nicht. Hä? Müsste mein Feuerzeug. Scheint noch zu funktionieren. Ja, kann man das nicht nehmen?
Nö. Das sollte ich lieber sein lassen. Na super. Moment, da war aber ein Buch gerade. Oder? War doch ein Buch. Ach Gott. Eieiei. Ah, hier ist ein Lichtschalter. Meine Güte, wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich Sie auch fragen. Ich bin Anna. Ich suche hier nach Sachen, die vor langer Zeit gestohlen wurden. Und wie heißt du? Gwendolyn Xiao Paddock. Gwen reicht aber. Ah, schöner Name. Du bist nicht von hier, stimmt's? Der Tochter. Mein Vater ist bei der British Army. Wenn er im Einsatz ist, muss ich so lange ins Internat. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich suche ein kleines Holzkästchen mit nordischen Runen. Meinen Sie das hier? Mein Gott, das ist es. Was ist damit? Damit mache ich alles wieder gut. Verdammt, wir müssen verschwinden. Wer ist das denn? Wie kommst du hier rein? Das Belüftungsrohr ist allerdings gerade mal groß genug, dass ich da durchpasse. Gibt's keinen anderen Ausgang? Weiß nicht. Vielleicht die Tür dort? Finden wir es heraus. Der Ausgang wurde zugemauert. Ich muss uns beide hier schnellstmöglich rausbringen. Schlitten, Loch in der Wand, Schubkarre. An der Schubkarre fehlt das Rad. Ah. Rampe. Hier wurde früher Fracht verladen. Okay. Konsole. Damit kann man den Transportschlitten steuern. Ach so. Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch. Meine Güte. Hier drin ist es so finster, dass ich sprichwörtlich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Das Medaillon mit dem Bild meiner Mutter. Ich trage es immer bei mir. Okay, dann geben wir ihr mal... Was ist denn... Vielleicht den Lötbrenner? Nee. Hier irgendwas noch zu entdecken. Der Ausgang wurde zugemauert. Oh, loser Stein. Ein Guckloch nach draußen. Okay. Stein. Aber wozu brauche ich den Stein? Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch. Oh. Nee, Moment mal. Was muss ich machen hier? Muss ich hier was geben? Wie wär's damit? Aha, ich kann ihr was geben. Lötlampe. Ist sie? Nee, das will sie nicht.
Wie wär's damit? Gwen, kannst du das brauchen? Was habe ich dir jetzt gegeben? Ein Ziegelstein, Feuerzeug und... Was habe ich ihr noch gegeben? Und mein Messer. Aha. Wie, was braucht... Ach Gott. Ach so, Moment. Gott, was soll ich denn da machen? Ah, warte mal, ein Loch in der Wand. Oh Gott. Oh, hier ist Fragezeichen. Da hängt was Kleines aus Metall an der Wand. Nee. Das sollte ich lieber sein lassen. Aha, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Kleines metallisches Objekt, was ist das? In der Mitte ist sowas wie eine Glaskugel? Ja, eine nee. Moment mal, das könnte eine Lampe sein. Ah, ein Munitionslager, ausgerechnet. Okay. Was haben wir hier? Wagen? Wohin soll ich ihn schieben? Dagegen. Na, dagegen, nicht dahin. Was macht sie denn? Wohin damit? Oh Gott. Wagen? So weit kann ich das schwere Ding nicht tragen. Ah, okay, alles klar, alles klar. Hier hin? Geht es? Hier hin. Wohin damit? Dass die, die tragen kann. Okay, aber ist egal. Das glaube ich kaum. Ach so, okay, sie rollt sie. Clever. So. Ja, aber was denn jetzt? Was muss ich machen? Ich kapier's noch nicht. Ich kapier's nicht. Komme ich denn hier raus? Ich kann hier gar nichts anderes mehr machen. Oh, warte mal, was ist hier denn? Räder? Wagen? Prima, passt perfekt unter den Wagen. Aber wozu? Geschraubt. Ah, Moment. Jetzt kann ich das Rad gefahrlos abmachen. Na, jetzt kapiere ich es erst. Natürlich, wir brauchen ja ein Rad für den Schubkarren. Ah, wenn das mal funktioniert, aber wozu die Bombe?
die gar nicht drauf tun müssen. Moment, jetzt müsste ich das Rad. Geht es so auch? Nee. Das Rad. Hat sie das Rad jetzt? Nö. Vielleicht können Sie ja damit was anfangen. Hey, das Rad passt. Jetzt ist die Karre wieder voll einsatzfähig. Gute Idee. Hier, nehmen Sie. Hab sie. Alles klar. Okay. Wenn ihr meint. So. Und jetzt muss ich. Schlitten. Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Und wohin damit? Jetzt nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hier, nehmen Sie. Der Ausgang wurde zugemauert. Da müssen wir durch, aber keine Ahnung, wie es gehen soll. Mit dem Schlitten? Ich muss natürlich die Bombe. Und wohin damit? Auf den Schlitten tun. Der Schlitten ist zu weit weg. Ach so. Ah, und jetzt ist er näher, oder was? Ist er noch weiter weg? Und wohin damit? Der Schlitten ist zu weit weg. Hä? Also warte mal, ist der vielleicht eine Schubkarre? Können wir die da hinschieben? Nee, das geht nicht. Wie kriegen wir die denn? Thank you.
Ja, jetzt stehen wir hier. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich weiß nicht, wie ich es machen muss. Keine Ahnung. Ah, Rampe. Etza. So, und jetzt die Bombe. Und wohin damit? Auf den Schlitten. Kannst du mal mit anpacken? Wir müssen die Granate hier vorsichtig einhängen. Aha. Aber der Schlitten geht doch jetzt wieder zurück. Na gut. Deckung, Gwen! Bist du okay? Alles in Ordnung. Hast du die Schatulle? Ja. Davor sind sie! Oh nein, sie kommen! Versteck dich im Wald, ich lenk sie ab. Stehen bleiben! Oh nein! Schnell, steig ein! Wo ist die Schatulle? Ich konnte sie nicht festhalten. Aber dafür habe ich das, was drin war. Wow. Miese Schützen, diese Nazis. Ihre Tochter hatte leider nicht so viel Glück wie ich. Die haben sie mitgenommen. Ich wüsste zu gerne, warum. Wir gehen davon aus, dass sie direkt hinter den Eisernen Vorhang geflohen sind. Mittlerweile sollten sie in Ost-Berlin sein. Und wie gedenkt der Mossad, meine Tochter da rauszuholen? Für den Mossad ist der Fall erledigt. Kessler ist tot. Was? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich sagte, für den Mossad ist die Sache erledigt. Nicht aber für mich. Es gibt da noch ein paar offene Rechnungen. Kesslers Schergen haben meine ganze Familie auf dem Gewissen. Unser Ziel ist also dasselbe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Gut, holen wir Gwen zurück. So, dann haben wir jetzt die Erzählung sozusagen gespielt. Interessant. Berlin. Und, wie läuft's? Nur Bruchstücke, Erinnerungsfetzen. Nichts von Bedeutung. Dann erhöhen Sie gefälligst die Dosis. Dringen Sie tiefer in Ihr Unterbewusstsein ein. Sie wissen, welche Folgen das haben kann. Das Leben des Mädchens ist ein durchaus vertretbarer Preis für den Schlüssel zu unserem Sieg. Tun Sie das, was nötig ist. Ich erwarte Ergebnisse, und zwar schnell. Wie Sie meinen, Frau Genossin. Ich habe interessante Informationen für Sie. Die Entführung des Mädchens geht nicht aufs Konto ehemaliger SS-Mitglieder, sondern auf das des KGB. Angeführt wurde das Kommando übrigens von einer Stasi-Agentin. Sie sollte von Kessler Informationen über ein Projekt der Nazis beschaffen. Wotan? Details sind mir nicht bekannt. Aber angeblich führen die Sowjets das Projekt fort. Und zwar in einer streng geheimen Einrichtung im Moskauer Untergrund. Und Gwen? Ich weiß lediglich, dass Ihre Tochter in diese Anlage gebracht wurde. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Die CIA hat mehrere Zugänge zu dem Komplex lokalisiert. Einer davon soll sich unweit des Kremls befinden. Na gut, brechen wir auf. Wir? Sie kommen mit? Wollten Sie nicht nach den Mördern Ihrer Familie suchen? Schwierig, solange ich kaltgestellt bin. Aber falls ich herausfinde, was der KGB da in Moskau treibt, bringt mich das wieder ins Spiel und ich kann meine Jagd fortsetzen. Außerdem möchte ich natürlich nicht, dass Gwen etwas zustößt. Okay, kann nicht schaden, eine Agentin an der Seite zu haben, wenn man sich mit dem KGB anlegt. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Thank you.
Anna? Verdammt, wo steckt sie bloß? Ich kann hier nicht länger warten, Gwen. Die Zeit drängt. So, dank jetzt der Koordinaten wieder des Agenten finde ich den Zugang zur Forschungsanlage auch ohne Annas Hilfe. Paddock spielen wir jetzt wieder. Aber wir machen hier eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Ich fand jetzt selber die Bücherwurm-Geschichte etwas schwierig. Aber, und mit dem Pi und so weiter. Aber es ist egal. Es ist ja auch schon ein älteres Adventure. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder mit dabei seid. Und wünsche euch bis dann alles Gute. Macht's gut. Ciao.